Herzlich willkommen zu 5 schnelle Fragen an Karim Jallo. Karim, bist du bereit? Yes, sir. Wenn du eine Ice Cream Flavor, eine Eissorte wärst, welche würde dich am besten beschreiben und warum? Bubblegum. Bubblegum? Wo gibt's denn Bubblegum? Bubblegum gibt's überall. Es gibt's wirklich, eigentlich überall gibt's Bubblegum. Oder? Ja. Und Bubblegum, weil? Weil Bubblegum ist anders als die anderen Eissorten. Also es ist eben, wie du schon sagst, wo gibt's Bubblegum? Gibt's vielleicht tatsächlich nicht überall, aber ist halt eben was anderes. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen, weiß nicht, ich bin gerne nicht so dieses langweilige Schokolade, Vanille, Erdbeer, sondern ich bin halt Bubblegum. Ich bin ein bisschen, weiß nicht, ich bin gern so ein bisschen anders als die anderen. Ja. Was ist ein Vorurteil? Aha, ein Vorurteil. Was du schon immer mal aus der Welt schaffen wolltest. Ganz einfach. Also es wurde mir öfter mal nachgesagt, dass ich angeblich sehr jemand bin, der jetzt, sag ich mal, öfter, den man öfter mal abends draußen trifft oder so. Oder dass ich öfter mal feiern gehe oder so. Und wer mich wirklich kennt, und das kann ich jetzt hier mal klarstellen, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin der letzte Mensch, der irgendwie nach 22 Uhr nochmal vom Sofa aussteht. Also mich muss man eher zwingen, so ey, komm, lass mal noch was machen heute. Ich bin wirklich so ein richtiger Couch-Potato, also vor allem während der Saison, da kriegt man wirklich schlecht raus. Also und das ist die Wahrheit und wer wirklich mir das nicht glaubt, kann gerne auf mich zukommen und mich persönlich fragen, dann kann ich erklären. Werden wir tun. Was begeistert dich am meisten im Leben, außer Basketball? Mich begeistert irgendwie alles, was rund ums Auto. Unschwer zu erkennen bei dem Wagen, den du immer an Campus fährst? Ja, ich mag, also Autos finde ich allgemein sehr interessant. Und tatsächlich, was wahrscheinlich auch viele nicht wissen und viele werden mir das auch nicht glauben, aber ich finde Architektur sehr interessant. Und wahrscheinlich hätte ich das nie, ich hätte es nie studiert oder sonst irgendwas, aber ich bewundere Leute, die da geile Sachen, geile Häuser oder sonst irgendwas, geile Häuser einrichten, alles drumherum oder einfach so geile Projekte machen. Das finde ich irgendwie sehr, sehr interessant und spannend. Ja. Sieht man das bei dir selber auch ein bisschen? Bist du jemand, der zu Hause auch ein bisschen immer hier und da guckt, wie er sich irgendwie cooler, fresher machen kann? Oder hat das gar keinen so wirklichen Einfluss? Doch schon. Also ich versuche es schon immer sehr, sehr gemütlich und cozy bei mir zu gestalten. Das Problem ist aber einfach dadurch, dass man ja, wie gesagt, ich war jetzt nirgendwo länger als 2 Jahre. Was hoffentlich sich jetzt bald mal ändert. Aber da macht es halt nicht wirklich Sinn, eine ganze Wohnung neu einzurichten. Aber wenn ich irgendwann mal, wie gesagt, wenn ich irgendwann mal mein Haus habe oder meine feste Wohnung nach der Karriere, dann werde ich das schon, da habe ich schon einen genauen Plan, wie ich was wo machen will. Und hole mir da auch immer gern wieder Inspiration von Videos oder von anderen Leuten. Wenn Tiere sprechen könnten, welches Tier wäre das Böseste? Ich glaube Affen, weil Affen sind richtig süß, aber man kennt doch, jeder kennt diese Affenvideos, wie die einfach, wenn man irgendwo ist, im Urlaub und die kommen einfach und nehmen Nüsse oder nehmen irgendeine Kamera mit. Ich glaube Affen sind so richtig eklig und die reden dann bestimmt auch so richtig schlecht über die Menschen. Guck mal, ich habe von denen die Kamera geklaut, so was ist mit denen, die Menschen sind so dumm, die laufen da einfach mit einer Kamera rum, obwohl die wissen, dass wir Affen die nehmen können. So, deswegen glaube ich Affen sind so richtig eklig unterwegs in ihrer Sprache. Das ist auf jeden Fall eine gute Antwort, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Wenn du eine Hauptrolle selbst spielen könntest, welche wäre das? In dem Film gibt es 4 Hauptrollen, aber ich hätte gern eine davon und ich würde gern in dem Film Hangover, würde ich gern Phil spielen. Ich hoffe, dieser Film ist auch jedem geläufig. Und ja genau, weil Phil hat so ein bisschen, er hat alles geplant für alle. Aber, oder er denkt zumindest, er hätte den Plan von alles und so, aber hat er am Ende doch nicht. Und das bin ich auch so ein bisschen. Ich denke immer, ich habe alles, ja, okay, wir machen heute Abend so und so.
aber dann habe ich doch wieder irgendwas vergessen oder was verplant und so. Dieser Film erinnert mich ein bisschen an ihn, deswegen glaube ich, das könnte ich sehr gut spielen. Hey Fans, danke fürs Zuhören bzw. Zugucken. Wir sehen uns in der Razzifarm Arena.